Hallo, da stehe ich vor dem Auto. Ganz schön warm heute. Wir machen mal eine kleine Fahrt. Nein, wir machen keine kleine Fahrt. Wir machen eine größere Fahrt nach Leonberg. Das Auto steht nur halb im Schatten. Deshalb habe ich mal die Klimatisierung angelassen. Sofortklimatisierung. Funktioniert eigentlich auch gut. Verlässt das Auto und sagst ihm aber, er soll noch ein bisschen weiter klimatisieren. Tut eigentlich ganz gut. Ja, und du kannst ja auch hier Fenster so offen lassen. Kann man auch mit dem Schlüssel übrigens steuern, indem man auf dem Öffner drückt und dann etwas länger hält. Dann bleiben die nämlich offen, auch alle gleichzeitig. Sollen wir mal probieren? Ja, klar. Also, erst einmal zumachen, ne? Also abschließen, dann nochmal länger drücken und Magic, Fenster gehen alle zu. Also das funktioniert gut, das funktioniert aber genauso auch andersrum. Aufschließen, dann gedrückt halten, geht runter und je weit, wie man es will, da muss man loslassen oder nochmal kurz drücken, dann bleiben sie auch da stehen. Also so ein bisschen aus der Ferne ganz gut. Es ist noch leider nicht über die App, ja, ist so ein bisschen gefährlich. Also es gibt manchmal so eine Funktion, dass man halt das so einen Schlitz öffnet zum Entlüften. Aber geht doch mal so im Moment, es wird sicher in der App noch Funktionen geben. Gut, was machen wir heute? Ich habe tatsächlich gedacht, ich fahre mal in den Stau sozusagen und wir probieren aus, ob dieses Auto tatsächlich im Travel Assist eine Rettungsgasse fahren kann, zumindest wenn das Auto vor ihm eine Rettungsgasse fährt. Das wollte ich heute ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege, ob da ein Stau ist. Auf jeden Fall mal der Versuch und reden wir über das, was die Woche so war und was nächste Woche kommen wird. Sieht nicht ganz danach aus, als ob da ein Stau wäre. Es gibt hier ein paar Sachen. Ja, eigentlich schon, aber vermutlich nicht richtig. Aber ein stockender Verkehr vielleicht schon. Und dann können wir ja mal schauen, was das Auto so tut. Bin ich mal gespannt. Heute nochmal der Car-Scanner für euch hier. Und ich glaube, dass er diesmal auch die richtigen Kilowatts hier anzeigt. Gab nämlich nochmal ein Update. Deshalb ist das für euch hier der Geheimtipp, falls ihr mehr Daten sehen wollt. Und ich habe alles verlinkt, auch diesen Halter, den ich da verwendet. Das ist ein Magnethalter. Ich habe nur ein Problem, dass hier mein Gegenstück am Handy, glaube ich, nicht mehr so super gut hält. Ja, deshalb kann es sein, dass der runterfliegt. Da muss ich tatsächlich nochmal gucken, warum der nicht mehr magnetisch ist. Ja, hat sich entmagnetisiert. Keine Ahnung, was passiert ist. Also, Leonberg fahren wir. 54 Minuten 55 Kilometer und da würden wir auch sehen, wann wir ankommen. Viel mehr sehen wir aber nicht und wir sehen schon ein bisschen Stau auf der Strecke. Wir haben aber noch gut Zeit, von daher fahren wir einfach mal so los. Genau. Habe ich irgendwas noch vergessen? Nee, alles läuft hier bei mir. Ich hoffe, dass das auch tut. Und jetzt habe ich noch übrigens die Fenster offen. Ah, nur mal so als Info. Ah, ich wollte hier noch ab Start zurücksetzen, jetzt weiß ich es. Damit wir noch einen schönen Verbrauchswert haben. Zack, zack, zack. Und Klimaanlage, Außentemperatur 28 Grad. Boah, wir machen mal Klimaanlage auf 21. Und habe ich hier auf, wenn man länger drückt, kommt da sowas auf sanft. So habe ich es. Okay, lassen wir aber laufen. Sonst ist mir nämlich hier zu warm im Auto. Ich lüfte noch ein bisschen. Und dann machen wir mal die Fenster zu, weil es ja Blödsinn, Klimaanlage anzuhaben und Fenster offen, ne? Also Stoßlüften ist okay, aber danach sollte man es auch zumachen. Sonst bringt die Sache nichts. Ah, gut. So, hinten schon mal zu. Und vorne auch. Ich habe jetzt hier nochmal meine Panasonic-Kamera im Einsatz. Da ich aber weiter fahre, habe ich nicht die höchste Auflösung, die Full-HD-Auflösung. Doch, ich habe die Full-HD-Auflösung, ich habe nicht die 4K-Auflösung, so rum, weil das einfach eine zu große Datei ergibt nachher. Und ich wollte auch nochmal ausprobieren, wie das mit dem ja, Full-HD hier so funktioniert, was das dann für eine Qualität bringt. Ah, die lassen mich rein. Ah, hier ist der Stau, okay. Also ich weiß nicht, gerade vorhin hier nehme ich der Rettungswagen und die Feuerwehr und so und irgendwo sind die hingefahren, ich weiß nicht wohin, scheinbar aber irgendwo im Ort, weil auf der Autobahn sah es eigentlich nicht nach einem Stau aus. Also man kann ja hier so umschalten, wieder auf die Gesamtstrecke, das ist eigentlich die Auswahl und da
sieht es eigentlich ganz gut aus. Hier vorne ist ein bisschen mehr Verkehr. Gut, ja. Ich habe übrigens hier ein neues Update bekommen. Es ist ja so ein monatliches Update, was man da eigentlich hat. Und habt jetzt hier die Version, schauen wir mal hier, Setup, irgendwo da unten, Systeminformationen, Navigationsdatenbank 21.5. Also 5 ist eigentlich immer der Monat. Eigentlich kommt da monatlich ein Update oder sollte. Deshalb war das eigentlich schön, dass das da immer so eine Nummerierung hat und dann konnte man wissen, worum es geht. Hier ist die Software ausgewiesen als 0792. Wir wissen, das ist die ID.2.1. Das steht hier leider noch nicht. Ich hoffe, das kommt dann auch mal, dass man das hier richtig drin sieht, weil das ist eigentlich nur die Version vom Infotainment. Ja, ich sag's nochmal deshalb, weil nämlich jetzt eigentlich nächste Woche von mir aus gesehen, von euch wahrscheinlich aktuelle Woche oder die letzte Woche, eigentlich das Update rauskommen sollte. Also das allererste Over-the-Air-Update eigentlich, was da so quartalsmäßig kommt, hieße dann eigentlich ID 2.2, also zweites Quartal, ne? Und wird jetzt aber irgendwie scheinbar ID 2.3 heißen fürs dritte Quartal. Ja, so kann man es natürlich auch nennen. Okay, also die Nummerierungen wären mal schön, wenn VW sich da auf irgendwie was Besseres einigen würde oder was Eindeutigeres. Aber sie haben ja noch alle, sagen wir mal, Karten offen, weil sie machen das ja zum ersten Mal. Und deshalb sage ich immer, ihr könnt das alles noch reißen. Ja? Also ihr könnt das alles noch besser machen als andere. Und ich bin mal gespannt, wie das bei euch so weiterläuft. Okay, ich bin auch gespannt, wie der Ton aufgezeichnet wird. Ich habe nämlich hier das Mikrofon direkt an der Kamera. Die hat ja einen Mikrofoneingang. Das ist ja auch mein Test, dass das funktioniert. Ich habe aber nochmal einen separaten Raumton hier. Falls das nämlich nichts wird, dann nehme ich doch den Raumton. Und der wird wahrscheinlich gerade angeföhnt, merke ich. Aber okay. Der läuft aber auch, genau, oder? Ja, alles bei mir. Okay. Also gut, was ist das für ein Fahrzeug? Das hat nichts mit den Einsatzkräften zu tun. Ja, ich muss jetzt hier eigentlich auf die Autobahn abbiegen und dann kann ich natürlich nochmal den Travel Assist ausprobieren und diese ganzen Sachen. Ich sehe es ja auch im Augmented Reality. Ich soll abbiegen. Genau in 60 Metern soll ich hier abbiegen. Das ist das, was ich hier eigentlich auch sehe. Und dann nochmal den zusätzlichen Pfeil zum Abbiegen. Ja, ich habe schon gedacht, ich muss nochmal was über das Augmented Reality machen. Wahrscheinlich aber bei Nacht, jetzt im Sommer, ist es einfach zu hell, hat man wenig Kontrast, dann ist das mit der Kamera noch schwieriger. Wir hatten es ja schon mal, ich habe es schon mal versucht und da war es schon extrem schwierig mit der Kamera. Gut, GPS-Geschwindigkeit ist 1 km/h, obwohl ich stehe. Das ist auch nicht gut, Leute. Aber ich sehe jetzt hier 1,4 zu 1,4. Also die Kilowattanzeige funktioniert vom Carscanner. Deshalb Empfehlung an euch, Carscanner und diesen OBD2-Dongle hier. Das ist ein Low-Energy-Bluetooth-Dongle für iOS und da funktioniert das wunderbar. Man muss sich um nichts kümmern. Connected automatisch. Das ist die letzte Technik sozusagen. Das funktioniert. Cool. Bin ich jetzt sehr zufrieden damit, weil die anderen haben mich ein bisschen enttäuscht. Wir haben aber jetzt eigentlich im MeinID-Forum, MeinID heißt das, Mensch, ja, im MeinID.com, in dem Forum, hat jemand was gepostet von einem Tool, wo alle, sagen wir mal, Register sozusagen aus dem ID3 ausgelesen waren als Hex-Code. Ja, man muss bloß wissen, wie man es connected, aber ich glaube, der ganze gesamte Code war drin, wie man mit dem OBD2 connected. Und jetzt hoffe ich, dass die anderen das alles aufnehmen und das in diese Tools reinfließt, weil die können meistens nur eine geringe Auswahl von diesen Sachen da anzeigen. Man braucht natürlich auch nicht alles. Mir fehlen halt sowas die aktuelle Kilometer und auch was gerade im Akku drin ist an Ladung bzw. was da rekuperiert hat. Da gibt es nämlich durchaus Werte und dann kann man tatsächlich noch mal ein bisschen mehr Daten erfassen. Also was ich jetzt hier habe, ist die Spannung vom Akku, der Strom, der gerade fließt. Daraus berechnet dann die Leistung, Power hier genannt, dann GPS, einmal was das Auto selber anzeigt, beziehungsweise was vom GPS gelesen wird, jetzt hier von der Geschwindigkeit vom Handy. Die Sachen haben die da drin. Dann den Ladestand natürlich vom Akku, weil der wird ja hier gar nicht angezeigt. Da zeigt er immer die berechneten Kilometer. Und das gibt es auch noch zwei Werte. Einmal das, was in der Anzeige eigentlich steht. Gibt es ja unter Menü 10.000 auch eine Anzeige und gibt es noch die Anzeige vom BMS. Da gibt es ja einen leichten Unterschied, weil es ja Puffer gibt. Also 58 Kilowattstunden hast du normalerweise zur Verfügung und 62 Kilowattstunden hat aber der Akku. Ja, einmal hast du noch ein bisschen Reserve dann unter 0 und auf dem anderen hast du oben noch ein bisschen auch Reserve über die Jahre, weil es gibt ja irgendwann eine Degradation. Also wird wahrscheinlich die 58 Kilowattstunden werden relativ lange erhalten bleiben. So, ich schalte schon mal den Traveler Assist an, weil in dieser Fahrsituation kann er das eigentlich schon. Und ich habe jetzt auch die ideale Kombination, sprich
ich fahre im Travel Assist, fahren Leute vor mir und ich habe die Navigation an. Also viel besser kann man es nicht mehr haben. Wir lassen jetzt auch mal laufen hier, sodass ihr seht, was er dann so selber macht. Ja, manchmal ist es ihm zu hell, habe ich jetzt auch schon gemerkt. Aber das seht ihr hier, wenn ihr da die Spuren euch anguckt. Ja. Und jetzt habe ich wieder die Situation, hinter mir will schon einer unbedingt schneller fahren, obwohl erst hier freigegeben ist und das Auto jetzt leider erst beschleunigt. Okay. Ja, also diese 50er Aufhebung hat er noch nicht in seinem System. Da kommen die Kartenupdates her. Ich hatte eigentlich gedacht, beim letzten Mal hatte er das hier schon. Na, ich weiß nicht. Also es ist ja so, ideal ist es fürs Auto, wenn auf der Karte die Geschwindigkeitsbeschränkungen und auch die Ortslinien hinterlegt sind sauber, dann kann er vorausschauen praktisch drauf reagieren. Eigentlich nur beim Abbremsen, beim Beschleunigen natürlich nicht. Beschleunigen macht man immer nach dem Schild, Leute. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, einige Ortschaften bei uns hier sind nicht richtig drin. Also die Ortsgrenzen, 50er Schild. Und auch manche Schilder natürlich wie bei uns hier, weil wir hier Baustellen haben, die sind etwas neuer. Hier zum Beispiel das 70er, das gab es schon länger. Da hat er, reagiert da, glaube ich, auch drauf. Bloß wenn jetzt hier so Baustellenschilder kommen, da vorne kommt ein 50er und sowas, die sind natürlich aufgestellt. Da kann er natürlich nur mit der Kamera drauf reagieren und dann ist es immer auch hinterm Schild. Jetzt hat er 70 drin und jetzt seht ihr hier, kommt ein 50. Das hat er jetzt erkannt und bremst jetzt erst. Das ist dann 2-3 Sekunden tatsächlich später, je nachdem. Dann kommt sogar noch ein 30er. Wird immer schlimmer. Das ist hier nur, weil es ein bisschen gefährlich ist mit dieser Einmündung immer. Na, jetzt muss ich selber mal ein bisschen übersteuern, weil da vorne kommt ja gleich wieder 70. Also die Verkehrsschilder hier sind nicht so ideal. So, jetzt müsst ihr das 70 wieder kriegen. Genau, und jetzt beschleunigt er auch wieder raus. Ja, das nur mal kurz zur Erklärung, wie der Travel Assist funktioniert mit Adaption der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ja, und das ist eigentlich super. Das geht auch in diesem Limiter. Ich habe ja ein Video über den Limiter gemacht. Also, dass er nur so viel beschleunigt wie, oder nur auf die Geschwindigkeit beschleunigt, die zugelassen ist. So, jetzt habe ich vor mir jemanden. Das ist gut. Er bremst jetzt ziemlich scharf hier. Ich habe den Abstand wohl auf ziemlich groß gestellt. Aber er kann normalerweise auch, das hat er nicht richtig geblinkt hier. Deshalb musste ich doch mal rausnehmen und bremsen. Sonst kann er eigentlich auch im Kreisel fahren. Da fährt er irgendwas so von 35 Kilometer pro Stunde. So, jetzt zeige ich euch nochmal was Interessantes. Ich mache den nochmal an hier, den Travel Assist. Jetzt sind wir auf 100 hier, Nebenstrecke. Beschleunigt noch ein bisschen raus. Und jetzt muss ich da vorne hier abbiegen auf die Autobahn. Und das hat dann zur Folge, dass er mir hier runterbremst. Ja, ich mache jetzt gar nichts. Er bremst mir also jetzt selber runter, weil ich ja abbiegen muss. Normalerweise würde er jetzt hier geradeaus ja weiterfahren mit 100 und da vorne mit 70 dann nochmal eingebremst werden. Aber ich kann jetzt sogar, ohne dass ich hier Gas Pedal bediene, um die Kurve fahren. Aber ihr merkt schon, es ist natürlich nicht so super smooth, aber es ging, gerade bei 25 sogar, also es war noch eine enge Kurve und auch er beschleunigt jetzt selber komplett raus. Also du kannst schon mit dem Assistenten zusammen das Auto fahren. Ne? Gut, das macht man jetzt in vielen Fällen auch nicht. So eine Auffahrt hier fahre ich normalerweise auch von Hand, aber ich zeige es euch nur, dass das tatsächlich so funktioniert. Auch jetzt lasse ich ihn immer noch selber fahren. Ihr seht es immer, wenn das hier noch an ist, dann ist alles noch aktiv. Hat jetzt natürlich keine Spur erkannt. So, jetzt kommt er hier drauf und hat 120 erkannt. Jetzt müsste er sogar gleich aufgehoben erkennen. Bei aufgehoben nimmt er übrigens immer 130. Deshalb sage ich, wenn wir hier doch eine generelle Tempobegrenzung auf 130 bekommen, dann ist das für das Auto ideal, weil es das nämlich schon kann. So, ich mache jetzt mal frühzeitig, gehe jetzt mal hier rüber, damit er nicht gleich wieder eingebremst wird. Und er geht ja auch raus. Und wir fahren mal da lang. Ja, coole Sache. Seht schon, der Kontrast von meinem Display da hinten taugt nicht. Das iPhone hat halt nur begrenzte Helligkeit. Müsste ich wahrscheinlich auch mal umdrehen, das weißer Hintergrund, schwarze Schrift, dann wird man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Okay. Ja, seht auch hier die schöne Anzeige inzwischen vom Travel Assist. So, das ist Stand der Technik praktisch. Und ich erwarte natürlich jetzt ein Update. Und da kam tatsächlich raus, dass hier ein paar Sachen geändert werden. Also ob hier was noch kommt, weiß ich nicht. Ich habe bloß immer gemerkt, dass das beim Golf 8, der ja eigentlich dasselbe Interface hat, ein bisschen besser aussieht schon. So habe ich neulich ein schönes Video gesehen. Dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich ziehen sie das hier beim ID3 auch nach. War aber bisher in keiner Meldung so zu sehen. Also da bin ich im Zweifel ein bisschen. Obwohl es jetzt auch schon ganz gut aussieht hier. Ne? Sah da noch ein bisschen smoother aus. Okay. Oh, jetzt seht ihr auch was Interessantes. Da vorne sehe ich jetzt ein Auto vor mir, blau im Tracking.
Na, ich komme jetzt, fahre jetzt auch ein bisschen auf den drauf. Und es ist ja genau diese Situation, die der Dirk Himmelmann gesagt hat, dass er, wenn er vor ihm ein Auto hat, eigentlich sich auch an dem Auto orientiert. Vermutlich aber erst so unter 60 km/h. Das möchte ich mal sehen, wenn wirklich mal eine Stausituation ist, weil der hat gezeigt, dass sein ID.4 hinter in der Stausituation, also unter 60 km/h vermutlich oder 50, nicht mehr die Spur so für sich gehalten hat, sondern eher dann auch rechts oder links, je nachdem welcher Spur er war, sich gehalten hat, also an dem vorausfahrenden Fahrzeug sich orientiert hat und damit eigentlich indirekt zumindest auch eine Rettungsgasse gefahren ist. So, jetzt fährt er darüber, okay. Man sieht auch hier die verschiedenen Anzeigen. Jetzt meint er noch, das ist ein PKW, aber eigentlich war es gerade so ein LKW, Kleinbus-mäßiges Teil. Nee, es switcht jetzt leider nicht. Also er hat da verschiedene Anzeigen auch, was er erkennt so. Ne? Das ist jetzt PKWs hier, okay. Sehen aber immer aus wie Gölfe. Jetzt kommt da hoffentlich ein LKW rechts. Den hat er jetzt gar nicht im Tracking. Also wenn ich es mal vorfinden will, tut es da nicht. Doch, da kommt er. Also LKW geht. Ne? Und jetzt hier sauber auch der Wechsel von den Fahrzeugen, die vor einem fahren. Also das funktioniert gut. Jetzt kommt wieder ein Verkehrsschild auf 120. Das ist ein aufgestelltes. Deshalb reagiert er erst danach drauf. Das durchgestrichene 60er hat er übrigens nicht erkannt. Sehr gut. Ich hatte da nämlich schon mal mit einer früheren Version auch öfters Fehlmeldungen. Das hat jetzt gut funktioniert. Hört immer darauf an, wie dick das durchgestrichen ist. Ne? Das hat wirklich auch jetzt funktioniert. Jetzt kommt wieder ein Aufhebungsschild. Ja, meine Autobahn hier ist super. Ne? Andere haben schon gesehen, dass er jetzt beim Aufhebungsschild auf 180 das einstellt, was das Auto ja gar nicht fahren kann. Das kann maximal 160 fahren. Ja, also, okay. Was fahre ich denn gerade für einen Modus eigentlich? Ich fahre normalerweise ein Eco, habe es aber nicht bestätigt. Aber mache ich mal. Dann ist er eh auf 130 begrenzt. Das passt super zu der Einstellung. Hier habe ich eigentlich überhaupt keine Mühen, bloß wenn ich mal rausbeschleunigen will, dann muss ich halt den Kickdown benutzen, weil dann sonst bleibt er mehr hinter dem hängen bei 130. Also wenn du nur leicht beschleunigst, dann kannst du nicht schneller fahren. Wenn du aber den Kickdown drückst, dann kannst du durchaus auch im Eco, in der begrenzten Einstellung, dann doch schneller fahren. Ja, seht aber jetzt hier, fahre ich ja eh schon wieder hinter dem rauf. So, jetzt fahren wir mal darüber, gleiten mal mit denen so mit. Ja, was habe ich denn für eine Einstellung hier eigentlich zum Vordermann? Ich habe fast Maximum. Das lasse ich auch mal so. Ich habe immer mehr gerne ein bisschen Sicherheitsabstand und auch die Warnsysteme meistens so ein bisschen auf früh. Also jetzt habe ich hier, fahre ich ja bloß 110. Ich kann natürlich auch selber jetzt mal ein bisschen Strom geben und das überstimmen. Dann wird das hier grau in der Anzeige und dann kann ich auch mal ein bisschen aufschließen mehr. Ne? Gut, jetzt wollen wir den reinlassen. Ist auch in Ordnung. Also ihr merkt, mit dem Travel Assist kann man eigentlich gut so lang fahren. Ne? Viele sagen, wozu Travel Assist, ACC reicht mir doch. Aber ich finde es halt cool, wenn die Lenkung auch übernommen wird, weil das ist ja eigentlich der Unterschied, dass er die Lenkung dann auch übernimmt und in der Spur bleibt und du dich, naja, nicht so ganz drauf konzentrieren musst. Ne? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was die verschiedenen Pakete beinhalten. Die Adaption von den Geschwindigkeitsschildern ist aber normalerweise bei dem ACC ja auch drin. Gibt es aber verschiedene Varianten. Es gibt ja sogar Autos, also ID.3s, die nicht mal den ACC haben. Muss man ein bisschen aufpassen. Also ohne ACC würde ich das Auto nicht nehmen. Gut, wer jetzt vorher immer nur manuell gefahren ist oder mit einem normalen, nicht adaptiven Tempomaten, für den ist das jetzt auch nichts. Ich bin halt viel Autos gefahren, die jetzt den sogenannten autonomen Fahrmodus haben, möchte ich es mal ausdrücken, um nicht irgendeinen Begriff hier zu nehmen. Travel Assist heißt es hier und hier ist es halt die Kombination zwischen diesem adaptiven Tempomaten, den kennt man schon länger, aber neu jetzt in den Autos, wird wahrscheinlich auch irgendwann sogar eine Vorschrift sein, einen Lenkassistenten, der einem in der Spur hält. So, da gibt es jetzt auch zwei Unterschiede, deshalb meinen immer viele, man braucht den Travel Assist nicht. Es ist nämlich so, dass das Auto dich sowieso in der Spur hält, aber das ist nur eine Notfallfunktion. Also wenn du aus Versehen rausfährst sozusagen, ne, dann wirft er dich so wieder zurück. Ne. Das ist aber eine andere Funktion, Leute. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Drück mal hier auf die Bremse, mach mal den ACC hier von Hand an. So, und jetzt läuft der ACC auch wieder. Ja. Auf 120 und jetzt fahre ich mal hier so an diese Dings dran und zack, schmeißt er mich wieder zurück. Ich mache es mal nochmal hier rein. Also an der Linie merkt man es sogar noch mehr. Das ist ja die Gefahr eigentlich, dass ich da aus Versehen rausfahre. Jetzt lasse ich ihn mal da so rüberfahren und zack, schmeißt er mich praktisch wieder zurück. Ja. Und das ist natürlich, dann schwankt er normalerweise zwischen den beiden Begrenzungslinien darum. Nochmal versuchen, zack, schmeißt er mich wieder zurück. Ne. Das ist eigentlich unangenehm. Also jetzt fährt er auf die andere Seite rüber und dann müsste er mich da zurückschmeißen, sieht er auch. Und das ist halt kein Lenkassistent. Ne. Er meckert da sowieso, dass ich, was treibe ich da eigentlich. Also das
würde ich sagen, das ist nicht dasselbe. Ja. Meine Frau irritiert das auch, wenn das Auto immer so mitlenkt. Also wenn dann schon richtig, Travel Assist richtig einschalten, das ist eigentlich die richtige Funktion. Also wenn ihr das wirklich wollt, dass das Auto richtig lenken kann, dann nehmt das. Man sollte natürlich nicht drauf verlassen, also es ist ein sogenanntes Level 2 System. Sprich, du musst es die ganze Zeit beobachten und im Notfall eingreifen. Ja. Das ist klar, und du musst ja jetzt auch die Überholvorgänge alle selber auslösen. Das kann er nämlich nicht. Also er fährt auch nicht in die andere Spur. Das sieht bloß so aus, weil er praktisch dann diese Spurverlassenswarnung ausschaltet, solange du blinkst. Und dann driftet er im Grunde in die andere Spur, aber es ist kein richtiger Überholvorgang. Wobei ich auch sagen muss, ich fände es noch cooler, wenn die Autos nachher auch wieder zurückfahren könnten. Ja, also nicht nur, dass sie rausfahren können auf die andere Spur, sondern sie sollten wirklich um ein Auto drumherum fahren können. Das habe ich aber jetzt noch nirgendwo so richtig gesehen. Soll es aber in irgendwelchen Premium-Fahrzeugen schon geben. Ne? Mercedes, Audi, VW glaube ich nicht. Also VW ist da leider ein bisschen hinten dran, aber andere Premium-Fahrzeuge und natürlich nicht deutsche sowieso, keine Ahnung, wer das schon alles kann. Irgendwelche billigen Japaner können das, in Anführungszeichen billigen, das können ja auch teure Autos sein. Die haben teilweise Funktionen, die man hier bei uns sich wünscht. Die haben zum Beispiel auch einen Ausparkassistenten, nicht nur einen Einparkassistenten. Ja, das ist nämlich, Einparken ist zwar das eine, vor allem so längs, aber Ausparken aus so einer Parklücke ist genauso ein Problem. Ne? Quer rausfahren ist immer einfach, längs rausfahren ist durchaus genauso problematisch, wenn du zum Beispiel eingeparkt bist. Ne? Gut, aber es ist bei uns überhaupt nicht so der Sache. Aber gut, deshalb immer noch Vorführung hier vom Travel Assist. Ja, ich weiß nicht, ob da in dem Update was kommt. In der Darstellung vorne soll was kommen. Also das Head-Up-Display soll ein bisschen größer sein. Wohl, im ID4 ist es eh schon größer. ID3 ist alles ein bisschen kleiner. Also das hier. Vielleicht kann man es auch konfigurieren, wie groß man es haben will. Mir ist es auch ein Tick zu klein. Ich hätte es gerne ein bisschen größer. Und vor allem im Augmented Reality sollen ein paar Verbesserungen sein. Weil das ist ja jetzt auch sehr rudimentär. Das soll noch ein bisschen abgerundeter sein und so. Hier ist eigentlich ist hier aufgehobene Geschwindigkeit. Warum fahre ich da nicht 130? So, machen wir nochmal auf 130, damit wir hier nicht immer hinter dem hängen und ihr immer meint, warum fahre ich nicht auf der rechten Seite? Gut, das ist kein ID4, das ist ein Truck. Ja, wenn VW so komische Namen benennt, dann nenne ich den jetzt auch Truck. T-Rock. Ja, Kotz. Butz. Na gut. Ja, ich habe ja schon mal mehrmals gesagt, ich kann mit dem Augmented Reality gerade noch nicht so viel anfangen, weil die Informationen, jetzt malt er mir zum Beispiel so einen grünen Strich da vorne hinter dem Auto, ja okay, du bist halt da, aber er zeigt mir nicht an, in wie viel Sekunden, Metern Entfernung der ist, jetzt bremst er, jetzt zeigt er mir das auch nicht an, doch, das zeigt er mir kurz, oder irgendwie sowas, das zeigt er mir nicht und er zeigt mir auch nicht so, sagen wir mal, noch bessere Informationen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem sehr komplexen Autobahnkreuz irgendwie abbiegen will, wirklich die Spur, auf der ich fahren muss, da malt er mir auch nur so ein Pfeilchen dann dahin. Ne? Also das ist noch nicht das, was ich mir so unter dem Augmented Reality versprochen habe, geschweige denn, dass er mir dann Kinofilm zeigen kann. Ne? Das wäre mal die coole Sache. Ne? Nee, muss ich gar nicht haben, aber da werden sie wohl was bringen, dass es nochmal ein bisschen besser funktioniert. Also es ist natürlich so der Einstieg jetzt gewesen mit diesem AR-Teil. Finde ich auch cool, dass sie sowas machen, vor allem in so einem Mittelklasse-Auto, wo was gar nicht so üblich ist. Ne? Jetzt fahre ich auch mal tatsächlich wieder hier rüber. Hinter den her da, so, dann seht ihr auch ein bisschen die drei Spuren nochmal. Das finde ich nämlich echt cool, dass auf dreispurigen Autobahnen das jetzt hier schon so dargestellt wird. Jo, was wollte ich sagen? Da wird also irgendwas kommen. Ich hatte es gar nicht erwartet. Ich habe ganz andere Sachen erwartet. Habe ich auch schon mehrmals drüber gesprochen, dass hier zum Beispiel jetzt nicht nur die Kilometer angezeigt werden. Ich habe noch 310 Kilometer Reichweite. Ich will auch die Prozente sehen, nämlich da drüben die 91%, die ich eigentlich noch im Akku habe. Sowas will ich sehen. Ich will natürlich auch, was ich jetzt hier sehe, sehe ich auch da im Grunde den momentanen Verbrauch. Das will ich auch sehen, wenn ich lade, wenn ich die Ladeleistung sehen, solche Sachen. Ja. Wird nicht kommen hier, vermutlich aber die Prozentanzeige und die hochgerechneten Kilometer und irgendwas von hier noch, die Uhrzeit haben sie ja bloß, Uhrzeit plus die Außentemperatur, das soll dann noch irgendwie mit untergewurstelt werden, ja, wenn Platz ist, also wenn nachher alles viel kleiner wird, gefällt mir das natürlich auch nicht. So, jetzt kommen hier gelbe Linien, Verschwenkungen und 120, alles erkannt, ich mach mal ignorieren, damit er mir ein bisschen entspannt. Fährt, ne? Nee, 5 Minuten bringen nichts, also das wollte ich noch mal einstellen, dass er mir da nicht reagiert. Jetzt gucken wir mal hier, was er mit gelben Linien macht. Muss er ja hier umschalten, nicht mehr weiß benutzen, bitte gelb benutzen. Das merkt man erst dann hier.
und neben mir fährt keiner, alles okay. Das Auto fährt sauber in der gelben Linie, ja, ein bisschen irritiert ist er, aber fährt. Fährt ein bisschen zu weit links, ne? Aber macht er. Also gelbe Linienübergänge hier erkennt er auch. Ist natürlich total länderabhängig, also ich weiß nicht, ob es in allen Ländern gelb ist. Kann auch irgendwie mal eine andere Farbe sein, aber gut. Muss halt klar sein, was ist die normale Spur und was ist dann eine Notspur sozusagen oder Baustellenspur. Ne? Ja. Bleib jetzt hier mal, weil da welche reinkommen. Ich muss immer begründen in den Videos, warum ich in der mittleren Spur fahre. Ne? Also wenn ich das ganze Video euch in Zeitraffer vorspielen würde, dann würdet ihr das gar nicht fragen. Ach ja, Hinweis, wenn euch das hier zu lang wird, ne? Immerhin fahren wir jetzt schon 20 Minuten, dann könnt ihr auch das Video auf eine halbfache Geschwindigkeit drehen, dann bin ich immer noch gut zu verstehen. Aber es läuft alles schneller und ihr kriegt das in der halben Zeit hin, ne? Weil ich wahrscheinlich jetzt ja fast 50 Minuten fahre hier. Und vermutlich kommen bei mir immer am Ende die wichtigen Informationen, ne? Nämlich gerade der Stauverhalten. Ja, okay. Also Anzeigen kriegen wir wahrscheinlich mit dem Software-Update, wie auch immer es jetzt heißen mag. Vermutlicher ID 2.3 fürs dritte Quartal, also irgendeinem Eselsbrücke müssen wir uns ja bauen. Und dann soll nochmal eins kommen, vermutlich im Oktober und dann nochmal eins zu Weihnachten. Nee, wahrscheinlich erst im Januar. Also so alle Quartal soll so ein Update kommen und sie sind zwei Sachen immer. Natürlich Bugfixe von Sachen, die nicht funktionieren. Zeitversetzte Laden funktioniert ja zum Beispiel nicht oder dass die Klimaanlage, nee, die Alarmanlage immer angeht, hatte ich gestern nochmal ohne Grund. Auch ohne OBD2-Stecker hatte ich das gestern. Ja. Fliege im Auto oder so. Nee, es war nichts im Auto. So, jetzt fahren wir nochmal nach rechts hier, damit ihr mich nicht als Mittelspurschleicher hier tituliert, obwohl wir leicht stockenden Verkehr haben und der eigentlich hinter dem daherfuhr. Aber gut, wir sind jetzt am Flughafen. Mal schauen, ob ein Flugzeug startet. Wahrscheinlich nicht. Ist gerade unwitzig. So, es kommt eine 100er Beschränkung von dem oberen und das kriegt er eigentlich auch rein. Ja, also ich habe bisher keine Schwierigkeiten, dass er die Schilder nicht lesen kann. Also auch die variablen Schilder kann er gut. Bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Also die Engine packt es gut. Und die Adaption natürlich direkt jetzt ins Auto ist eigentlich super. Musste ich tatsächlich wenig drum kümmern. Und normalerweise ja, fährt man da nicht so schnell und kriegt keinen Strafzettel. Das musst du ja aktiv dann selber hier auf Plus drücken. Also ich hätte gern auch noch, dass er so eine Toleranz von, dass er eine Toleranz einstellen kann. Also 5 km/h schneller oder so oder 5% oder sowas. Ne? Kann er leider nicht. Musst du von Hand dann machen. Also da, ich glaube, VW und auch Mercedes, die haben sich irgendwie abgesprochen oder das ist Firmenphilosophie, dass man nicht schneller fährt als das Schild ist, auch wenn jetzt zum Beispiel das nicht stimmt. Also ich habe ja hier eine Abweichung zwischen der GPS-Geschwindigkeit und meiner Geschwindigkeit. Je nachdem, wie genau die Geschwindigkeit hier ist, fahre ich dann ja doch wieder zu langsam. Ne? Also, und das ist natürlich dann schon ein bisschen doof so. Was ist das für ein Rauch hier? Dann fährst du nämlich, obwohl du 100 fährst, eigentlich bloß 95 und eigentlich könntest du 105 oder 110 fahren mit deinem Tacho, ohne dass du noch irgendwie diese Schwierigkeit reinkommst, dass du eigentlich zu schnell fährst, gesetzlich gesehen. Na gut, die Blitzer haben ja, also gut, viele Leute, die legen es total drauf an und fahren einfach zu schnell. Na gut. Aber ansonsten ist diese Adaption, finde ich, jetzt super und wenn man nicht so ein Raser ist, Rechtsüberholer, jetzt muss ich ihn abbrechen. Also meistens kann er es, wundert mich jetzt. Alles, was über 80 ist, will er eigentlich nicht rechts überholen. Den hier wollte er jetzt rechts überholen. Also das funktioniert meistens auch gut. Das war jetzt hier Fail. Schade. Also da habe ich bisher eigentlich auch gesehen, dass das gut gefahren ist. Das lasse ich ihn mal hier mit 80 da durchfahren, weil hier fährt er mir eine komische Verschwenkung, haben die hier mit der Autobahn gemacht. Die ist auf den Karten nicht vorhanden. Ignorieren. Jetzt fahr doch einfach mal. Ja, und deshalb fahre ich hier gerne alleine. Jetzt fahren wir aber gleich nochmal raus hier. Alles immer noch an. Also solange ich nicht die Bremse trete aktiv, ist der Travel Assist weiterhin an. Sobald ich die Bremse trete, ist aus. Ja? Oder ich drücke hier auf die Knöpfe, um es wieder auszuschalten. Also das ist eigentlich so. Und defaultmäßig soll immer der ACC an. Also wer jetzt Limiter fahren will, der muss immer ein bisschen rumtippen. Gut. Was auch noch besser gehen soll, sind die Swipe-Gesten. Also mit denen bin ich auch auf Kriegsfuß. Und mal gerade mal gucken, ob ich... Ah, da ist auch der Blitzer. Hat der gerade gesehen, wie der abgebremst hat, der Kollege da vorne mit dem eingebauten Vorfahrt. Ja, selbst wir hier in Stuttgart im Schwabenländle sagen, dass ein Mercedes eine eingebaute Vorfahrt hat. Die hat er schon, aber er hat nicht die eingebaute Geschwindigkeitsüberschreitung. Ja, die hat er scheinbar schon, aber er kriegt trotzdem eine Strafzettel. So, swipen.
Eigentlich soll ich hier so hoch machen und dann soll er eigentlich irgendwie plus 10 machen. Ich krieg's nicht hin. Ja, Leute, ich Travel Assist zumindest nicht, also ich drücke immer. Ja, jetzt kriege ich hier 10 hin, 10 minus. Na, wenn ich richtig drücke, kriege ich auch 10 minus. Jetzt kriege ich einen minus, obwohl ich es gar nicht wollte. Ja, wir sind hier eben so wieder 100. Also da sollen diese Swipe-Gesten sollen verbessert werden und dann werde ich sie nochmal testen. Also im Moment habe ich da echt Schwierigkeiten damit. Ich swipe überhaupt nicht. Ich hasse diese Swiperei, auch hier auf dem Ding da. Das finde ich sowas von kindisch, sowas von döf. Also gut, jetzt bin ich vielleicht nicht innovativ. Ne? Okay, also auch das hier. So, meistens, wenn ich will, geht's nicht. In die Richtung geht's. Ah, okay, also ich habe aber dahinter noch einen Screen. Ah, seht ihr? Okay, da zeigt er mir jetzt hier Unfälle, umgefallene Autos und noch einen anderen Stau. Ah, wir wollten doch einen Stau haben. Das passt, ja. Hey, sag mal. Also wenn ich es will, geht's nicht. Gut. Ja, ich habe eigentlich auch noch immer gedacht, man kriegt so eine Änderung rein, dass wenn du den Ladestecker am Ionity reinsteckst, er sofort los anfängt zu laden, ohne dass du dich authentifizieren musst, dann mit deiner WeCharge-App oder WeCharge-Karte vielmehr. Davon habt ihr auch nichts mehr gehört. Sie haben dann irgendwas geredet von irgendwelchen Apps, so Park-Apps und sowas, dass dies kommen soll und dass du auch Carsharing-Apps und sowas. Jetzt merkt er übrigens hier die 80er. Also hier ist blaue Fahrzeug neben mir, überholt er nicht. Das hat er auch extra hier markiert, weil wir schneller als 80 fahren und er dann eine Rechtsüberholung nicht macht. Jetzt müssen wir mal gucken, wenn wir unter 80 fahren, ob er dann anfängt zu überholen. Meistens ist das nämlich für die Autos so eine Grenz. Geschwindigkeit. So, wenn er jetzt wegfährt, müsste er auch wieder beschleunigen. Macht dann ein bisschen arg smooth. Ich kann ihn ja natürlich nochmal unterstützen. Selber mal ein bisschen mit beschleunigen. Also man muss das Auto nicht alles alleine fahren lassen. Du kannst es auch immer überstimmen sozusagen und bleibt also trotzdem noch alles an. Obwohl ich jetzt hier 100 fahren durfte nur. Von daher, genau, ist ja eigentlich okay. Ah, jetzt kommt mein Stau. Und er fährt hier, er reagiert schon wieder nicht drauf. Mist, jetzt hat er wieder, gerade habe ich eine schöne Vorführung hier bei euch gemacht und jetzt hier im zweiten Step hat er gleich wieder das nicht gemacht. Ah, jetzt will der hier. Ja, jetzt passiert auch sowas, dass die auf der Einfädelspur dann einen überholen noch. Obwohl wir hier alle smooth lang fahren. Selbst die LKWs, na gut. In 12 Kilometern muss ich abbiegen, alles klar. So, jetzt gucken wir mal hier Stauverhalten. Jetzt fahren die natürlich alle keine Rettungsgasse, von daher kann ich das hier gar nicht beobachten. Ist ja eigentlich jetzt immer genau in dem Modus, den ich erwartet habe, ob hier irgendwas passiert mit dem der Spurhaltung sozusagen. Ne? Ja, die Spur neben mir ist auch freigegeben, aber ich bleibe mal auf der hier. Aber es ist noch nicht so stauig, dass die hier eine Rettungsgasse fahren. Von daher kann ich das nicht beobachten. Ah, die bremsen ab. Ja, was machen die? Jetzt muss ich selber mal auch abbremsen hier. Warum? Was machen die LKWs da? Das ist jetzt aber ein bisschen arg seltsam. Ich fahre mal hier an dem vorbei. Irgendwas machen die LKWs da. Die wollen wahrscheinlich dann alle abbiegen. Das muss ich eigentlich prinzipiell auch, aber... Ja, seht auch hier, das ist totales Chaos-Fahrerei. Ja, die da auf der ganz rechten Spur fahren, die meinen hier, sie sind irgendwie was Besonderes. Also keiner hält sich hier gerade an die geltenden Regeln. Und ich habe jetzt hier Stau, also alles nochmal ein. Travel Assist mit Tempomaten ein. Und ich nehme mal den Abstand ein bisschen runter, so. Weil das habe ich immer so eine riesen Lücke, dass mir ständig Leute reinfahren. So, jetzt beobachten wir mal, wie er sich verhält, weil der vor mir eigentlich jetzt weiter rechts fährt. Also er bildet keine richtige Rettungsgasse, der vor mir hier, wo kommt er eigentlich her? Frankreich, glaube ich. Ja, aber ist auch hier nicht so eingezeichnet und ja, ich könnte meinen, er würde jetzt mehr rechts fahren, aber bin mir nicht sicher. Na, also da bin ich jetzt unklar, ob er mir jetzt hier rechts fährt. Also, aber Darstellung hier ist super, ne? Da sage ich auch nichts dagegen, das funktioniert gut. Und also das ist jetzt hier eigentlich so die Paradefunktion von dem Travel Assist oder dem adaptiven Tempomaten überhaupt im Stau fahren. Das ist dann echt total entspannend, weil da passieren auch die meisten Unfälle, dass du dann unverhofft auf jemanden drauf knallst. Ja. Und da kann er auch immer sauber abbremsen dann natürlich, falls man hier doch mal zum Stillstand kommen. Genau. In 10 Kilometern muss ich abbiegen, also das ist alles noch egal. Und jetzt sind wir tatsächlich in der Stausituation.
Also fährt er jetzt weiter rechts? Ja, man könnte den Eindruck haben, dass er hinter dem Blauen jetzt herfährt. Also ich könnte den Eindruck haben, dass er tatsächlich jetzt auch eine Rettungsgasse fährt. Mal gerade hier schauen. Jetzt beschleunigt er wieder. Der fährt wieder Mitte. Meiner bleibt rechts. Ja, fährt jetzt auch ein bisschen mehr Mitte. Okay. Also man könnte den Eindruck haben, dass der ID.3 das auch macht. Ja, wie gesagt, ist jetzt hier leider nicht so ganz eindeutig. Da drüben wäre es besser, aber da kommen wir jetzt gerade nicht rüber. Mal schauen hier. Ja, doch, ich habe den Eindruck, dass er jetzt, also hier zum Beispiel, jetzt nach rechts fährt. Das heißt, wenn vor ihm einer ordentlich die Rettungsgasse fährt, macht mein Auto das auch. Das ist mal interessant jetzt hier zu sehen. Okay, nochmal hier wieder selber lenken, dann merkt ihr auch, wann lenke ich, wann lenkt das Auto. Ja. Ich versuche mal auf die äußere Spur zu fahren, dann können wir das nochmal von der anderen Seite angucken. Wenn er hier ein bisschen Abstand lässt, so. Eigentlich ist es doof hier. Alles wieder an. Und mal schauen, er hat selber die Spur erkannt. Der vor mir hält sich leider nicht so arg links. Also Dirk hat ja auch beobachtet, dass es hier auch in der Darstellung dann zu sehen war. Das habe ich jetzt noch nicht so richtig gesehen. Leider, der Mercedes-Fahrer da vorne möchte nicht links fahren gerade. Schade. Der vor ihm macht es nämlich eigentlich. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass das Auto jetzt doch auch ein bisschen weiter links fährt. Ja, also kann sich es einbilden oder es stimmt tatsächlich. Also ich lenke jetzt nicht drüber. Ich halte nur das Lenkrad ein bisschen fest, dass hier nicht immer die Meldung kommt. Mach aber nichts. Ich könnte ja auch mal da genau dagegen lenken. Das geht ja. Ich fahre mal jetzt weiter nach rechts und da lenkt er mich zurück. Ja, doch, er lenkt mich eigentlich nach links zurück. Also, ja, so geht's. Genau so geht's. Ne? Anzeige ist raus. Ja, hier ist alles geboten bei uns. Was würde ich sagen? Ich würde sagen, der ID.3 kann's. Ja. Also ich würde sagen, das ist jetzt die Bestätigung. Der ID.3 kann eine Rettungsgasse fahren, wenn die vor ihm fahrenden Fahrzeuge auch eine Rettungsgasse fahren. Also sprich rechts oder links fahren, dann fährt er hinter denen. Wie gesagt, selbst jetzt hier, wo der da eigentlich vor ihm nicht unbedingt die Rettungsgasse bildet. Das ist jetzt noch interessant hier. Ja. Und es muss eine Abgrenzung haben, also eine Geschwindigkeit haben. Also hier so ein Stop and Go, weil es ist Quatsch, bei 120 eine Rettungsgasse zu machen. Ups, jetzt bin ich hier stecken geblieben, muss ich mal wieder aktivieren. Also manchmal bleibt er dann stecken, da muss man durch kurz Gas geben, aktivieren, dass er noch selber fahren soll. Also jetzt fährt er ja extrem links. Also jetzt macht das extrem. Und sogar, würde ich sagen, ich bin gerade am Überlegen, ob er es sogar unabhängig macht von dem Fahrzeug vor ihm. Also es ist ja ein bisschen doof festzulegen, weil wenn du der Erste in der Reihe bist, solltest du die Rettungsgasse bilden. Das ist ja Quark. Ne? Also es gibt ja keinen Ersten. Ne? Es ist immer einer vor dir eigentlich. Weil wenn keiner vor dir ist, dann kannst du ja normal fahren. Also ja, ihr wisst schon, was ich sagen will. Ne? Okay. Ja, die wollen jetzt dann nämlich abbiegen nach entweder Singen oder Heilbronn und wir fahren aber geradeaus weiter, also wir müssen uns nicht drum kümmern. Das ist der typische Stau hier bei uns. Aber jetzt ist doch extrem. Der fährt Mitte oder sogar rechts und ich fahre trotzdem links hier. Ist doch cool. Hey, VW, es tut. Ja, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also ich habe komplett die Lenkung gerade losgelassen und trotzdem hält er sich extrem links. Finde ich jetzt gut. Ja, also das ist jetzt wirklich ein schönes Beispiel. Also Dirk, ich habe sogar noch ein bisschen mehr rausbekommen hier als bei dir. Also das müsstest du nochmal gegenchecken, ob das Auto das auch hier wie in so einer Situation trotzdem dann links bzw. rechts am Rand fährt, wenn das Auto vor ihm gar nicht richtig die Rettungsgasse macht. Also schöne Situation jetzt hier. Cool. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil das ist jetzt eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal so von VW, würde ich sagen, jetzt hier und auch im ID.3, also in so einem Mittelklassewagen. Na, und damit machen sie gar nicht so richtig Werbung. Also sie wissen manchmal gar nicht, wo sie besser sind oder wo sie so gut sind, dass sie da eigentlich das mal anpreisen müssten. Und sie haben ihr Augmented Reality da angepriesen und das war gar nicht so der Burner, jetzt für mich, für andere war das schon super toll. Ja. Oder auch das Head-Up-Display hier, das da ist für mich jetzt auch nicht so das super Teil, weil es, wie gesagt, zu wenig konfigurierbar und zu klein für mich ist.
Aber sowas jetzt hier, ey, dieses Auto kann im Stau eine Rettungsgasse fahren, das sollten Sie einfach mehr in den Vordergrund stellen, solche Sicherheitsfeatures. Und auch, aus welcher Geschwindigkeit er eigentlich noch abbremsen kann, ohne dass er auf den Vordermann draufknallt. Das kriegt nur der ADAC raus und das steht gar nicht so richtig im Handbuch. Beziehungsweise im Handbuch vielleicht unter irgendwelchen ferner Liefen schon, aber es wird in keinem Werbevideo praktisch so angepriesen. Ne? Ich meine, ist klar, wenn man jetzt eine zu geringe Ladeleistung hat zum Wettbewerber, dann preist man natürlich die Ladeleistung nicht unbedingt an. Ne? Dann sagt man immer in 30 Minuten oder sogar in 20 Minuten hast du wieder 200 Kilometer reingeladen und sagt aber nicht, in welchem Akkubereich. Ne? Oh, kommen wir noch darauf hier. Ja, also schön jetzt hier. Ihr könnt es nochmal mit beobachten. Ich fahre jetzt hier tatsächlich nochmal mit dem Travel Assist einfach weiter im Stau mit Rettungsgasse und erzähle euch noch was anderes, nämlich Ladeleistung. Tatsächlich ist die Vermutung, dass wir eine höhere Ladeleistung kriegen werden. Und warum? Zwei Indizien hat es gehabt. Einmal, weil ja die Ladeleistung gerade so bei 100 kW, also bei meinem Akku hier, gekappt ist, beziehungsweise auf so einem Plateau liegt. Dann war natürlich naheliegend, dass das eigentlich eine Linie ist, die nach oben geht. Und dann, wenn man so zielt, dann sieht man, dass die eigentlich bei 120, 125 kW wäre. Ne? Und deshalb haben viele gesagt, hey, es kann sein, dass sie dir diese Peak-Leistung, die natürlich nur bei 5% State of Charge sozusagen oder 10% State of Charge funktioniert, dass sie die freischalten. Und sie haben es auch selber jetzt zugegeben, habe ich es selber in einem Pressetext gelesen oder war sogar auf einer richtigen Website, dass es 3 bis 5 Minuten Einsparung gibt von 5% auf 80% oder was da angegeben war. Ne? Und das ist natürlich zu wenig, das ist natürlich Pillepalle, das bringt natürlich gar nichts und eigentlich müsstest du eine komplette Anhebung haben, also dass du diese 120 kW bis 30% hast. Dann kann man was damit anfangen, dann hast du wahrscheinlich eine Ersparnis so in Anführungszeichen um die Hälfte oder von 10 Minuten und dann lohnt sich's wirklich, weil andere reden halt von Ladeleistungen von 170 oder 200 kW, das ist halt gerade so das, was diskutiert wird. Es muss natürlich alles die ganze Technik können, es muss der Akku können, muss der Lader können und so weiter. Es ist ja nicht so einfach, dass man einfach nur das anlegt und dann geht das. Ne? Das ist mir schon klar. Und je nachdem, was du auch für eine Battery benutzt, ist das so. Okay, ich fahre hier eigentlich dödelig auf dieser komischen Spur hier. Ja, und da vorne kommt auch Leonberg, wo wir dann irgendwann mal raus müssen. Wir können ja gerade mal schauen, ob wir nochmal auf die Mittelspur zurückkommen. Yes. Mal hier rüber. So, was ist das da für einer? Und jetzt hier nochmal alles einschalten. Und dann können wir hier auch nochmal gucken, ob er jetzt hier auch sich weiter rechts hält. Weil wenn die Einsatzfahrzeuge kommen, die fahren nämlich hier zwischen der dritten und der zweiten Spur. Und deshalb hier rechts. Ja, ich habe den Eindruck, er hält sich rechts. Der vor mir hält sich jetzt auch rechts. Das passt also. Also auch hier beobachte ich eigentlich, dass er gut die Rettungsgasse fährt. Also jetzt hier bei 3 Spuren, bei 2 Spuren muss er das natürlich genau entsprechend machen. Also es ist jetzt wirklich interessant, dass er das macht. Bin hier positiv überrascht, VW. Also Ladeleistung, ja. Also da erwarte ich auch, dass sie diesen Peakwert praktisch freigeben. Anderer Hinweis war auch, dass das ja bei dem Elborn von Cupra war das ja schon angekündigt, dass es da eine höhere Ladeleistung gibt. Und man kann, glaube ich, auch in einem aktuellen Konfigurator vom ID3 auch irgendwas gerade schon bestellen. Also da kann man auch schon eine höhere Ladeleistung sehen. Ich glaube, es ist eine 120er, glaube ich. Ja. Also da bin ich gespannt, ob wir das auf die alten Fahrzeuge sofort drauf kriegen oder ob da wieder ein Hardware-Austausch stattfinden müsste, weil dann ist es nämlich schlecht, weil das nämlich Hardware-Austausch ist normalerweise nicht vorgesehen. Also da fände ich es. Ist das mal die erste oder zweite Herausforderung schon an VW? Die erste haben sie leider vergeigt, die mit den Abstandssensoren an der Seite. Jetzt hoffe ich, bei der Ladeleistung ist das nicht so ein Problem, weil es ja eigentlich nach gedeckelt aussieht. Also dann die Peak-Ladeleistung könnte man hinkriegen, das ganze Ding hochsetzen auf 120. Also das würde mich echt überraschen, wenn das so wäre. Ja, das Plateau praktisch von 0% bis 30% auf 120 zu erhöhen, das wäre cool, aber es wird wahrscheinlich nicht kommen. Ne? Also so viel Reserve ist da vermutlich nicht drin. So, ich habe hier immer jetzt ein Problem, dass er mir ein bisschen zu spät bremst. Ich meine, für euch sieht das wahrscheinlich gar nicht so aus. Dann mache ich den Abstand nochmal um 1 höher. Weil ich muss dann immer eingreifen, wenn ich merke, ups, jetzt haben wir hier eine schwierige Situation. LKW will hier unbedingt, na gut. Ja, also heute ist hier alles geboten. Wir sind am Freitagnachmittag, ja, 15 Uhr und da ist natürlich Feierabendverkehr. Da bin ich auch extra früher losgefahren. Mein Termin ist nämlich eigentlich erst in 45 Minuten und wir kommen in, weiß nicht was an, schauen wir mal.
15 Minuten, passt also. Yes, aber ich lasse mal hier drüben. So. Aber ich mache Folgendes, ich fahre jetzt nämlich mal hier auf diese Spur rüber, weil ich ja da vorne irgendwann doch rausfahren muss. Und mache hier nochmal alles an. Genau. Also. Ja. Aber wir sind bei 60. Okay. Also rechts überholen. Unterhalb von 80 km/h. Ich weiß, das ist umstritten, aber das Auto hat, glaube ich, da so eine Abgrenzung. Weil jetzt hier bei 60 hat er überholt. Bin aber nicht sicher, weil vorhin hat er ja auch über 80 überholt. Also das ist immer, kommt darauf an, wie gut er das Auto da erkennt. Ups, wo parken die denn hier? Hä? Polizeieinsatz oder was? Cool. Ja, die Inzidenzen sind ja jetzt so weit runter, dass man wieder im Freien sehr viele Sachen machen kann und auch mit gewissen Auflagen auch Veranstaltungen machen kann. Jetzt nochmal beobachten hier, wir fahren unter 80 und er überholt, ja. Also er schert sich gar nicht um die Fahrzeuge rechts und links. Hier fahren wir nicht raus. Tja, was sagt ihr dazu? Jetzt fährt der LKW wieder zurück, weil was hat er da auch zu suchen, genau. Den müsst ihr jetzt auch irgendwann einmal erkennen. Jetzt trackt dann. Also der hat ein bisschen Schwierigkeiten, Fahrzeuge in den anderen Spuren so sauber zu erkennen. Und vor allem vorausschauend ist das natürlich hier gerade gar nicht. Also wenn der jetzt schneller rübergezogen wäre oder sowas, dann ja, hätte er schon massiv bremsen müssen. Macht er aber noch. Also es kriegt er meistens hin. Es gibt da noch so eine knallharte Bremse. Hat man bei den Videos gesehen, wo sie mal die Notfunktionen gezeigt haben. Ja gut, ich will jetzt hier eigentlich noch an den LKWs da vorne vorbeifahren. Deshalb bleibe ich mal hier, aber ich gebe mal ein bisschen Stoff. Nee, guck mal, da oben ist ein 80er-Schild. Deshalb hat er hier immer noch auf 80. Okay. Haben wir weitere Sachen, die in dem Update kommen sollen eigentlich? Na, jetzt fahre ich doch darüber. Ihr meckert sonst nachher wieder in den Kommentaren. Was macht der da, der LKW? Da soll er eigentlich auch fahren. Also ich habe nur geblinkt, keine Bremse getreten, also ist Travel Assist noch aktiv. Und trackt den kleinen LKW vor mir. Und den 3,5 Kilometer muss ich eh abfahren. Passt. Ja, es soll irgendwas hier drin kommen mit einem WePark und vielleicht auch die Charge-App, also die WeConnect vom WeCharge, die App. Ja, heißt dann wahrscheinlich sogar WeCharge, also dass eine bessere Integration von diesen Ladetarifen eigentlich ist, ne, abbuchen und so weiter. Und das wäre dann auch der Weg hin zum Plug-and-Charge, also einfach einstecken und es lädt. Also da soll irgendwas kommen, ist aber, habe jetzt keine Ankündigung mehr offiziell gesehen. Ja, aber so das WePark wurde mehrmals schon genannt. Das ist halt so ein Parkservice. Das hat ja wahrscheinlich zeigt, wo in welchen Parkhäusern Plätze frei sind und dann auch gleich buchen kann oder sowas. Ne? Okay, solche Sachen habe ich jetzt nicht so weit oben auf der Liste. Also ich hätte jetzt eher nochmal andere Sachen weiter oben auf der Liste. Zum Beispiel, dass er jetzt hier, wenn ich hier eigentlich fahre, mir anzeigt, mit wie viel Rest ich eigentlich da ankomme. Ne? Er zeigt mir nur, wie viele Kilometer es noch sind und dann muss ich das hier abziehen und dann habe ich es irgendwie, aber die Prozente zeigt er mir nicht und sowas. Und vor allem, wenn ich jetzt so eine Route habe mit mehreren Ladern und sowas drin, zeigt er mir auch nicht an, mit wie viel Prozent State of Charge oder mit wie viel Restkilometern er da ankommt oder auch im Ziel. Also solche Sachen hätte ich jetzt viel weiter vorne in der Liste drin als irgendein WePark oder ein WeShare, also dieses, dass die Autos ja demnächst auch mit einem Telematrik, heißt das, ausgeliefert werden. Das müssen die, also Carsharing-Unternehmen oder Mietunternehmen, die haben da so eine Telematik drin, dass das ja dann das ist ein Blitzer. Und ich fahre E80, super. Alles klar. Ja, also ja, der Waze läuft ja eigentlich im CarPlay, ne? Aber hier hat das nicht drin. Hyundai hat das ja drin und Kia, ne? Ist, sagen wir mal, vieles wäre verboten. Ich weiß nicht, es ist eine Grauzone. Okay, haben wir nicht drin. Also Blitzer erkennt er nicht. Ist auf der anderen Seite. Okay. Jo, Einsatzfahrzeug, ne? Habe ich auch nicht gesehen. Ja, ich erwarte eigentlich auch, dass da noch irgendwas kommt bezüglich Einsatzfahrzeugen. Nee, bezüglich, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich muss hier abbiegen, genau. A81, doch, ja, genau. Gut, genau, müssen hier abbiegen. Und vorne zeigt er mir jetzt, fahr auf dieser Spur weiter im Augmented Reality. Ja, okay. Aber wenn ich jetzt so viele Spuren habe, hätte ich doch lieber so eine Darstellung, wo ich die Spur eindeutig sehe und er mir eindeutig zeigt, wo ich fahren soll. Ja, hier ist es auch nicht so super eindeutig. Na, da habe ich schon wesentlich bessere Navis gesehen, muss ich sagen. Also da könnte VW noch ein bisschen nachlegen, aber ich glaube, da gibt es nur bei Audi. Also im Konzern gibt es da schon bessere Navis, aber halt nicht bei VW. Na schön, wir können das hier auch mal größer machen. Ja, so schlecht sieht es ja gar nicht aus. Also hier könnte ich jetzt abzählen, dass ich auf der richtigen Spur bin. Ist okay. Genau.
Was wollte ich sagen? Ja, solche Sachen sollen da kommen. Vor allem noch ein Traveler's Display übrigens. Also nochmal, und vielleicht auch Fahrerprofile, ne? Vielleicht Fahrerprofile, warte mal. Ich soll hier eigentlich rausfahren. Leonberg, das mache ich auch. Genau, zack. War gerade irritiert. Und jetzt soll ich hier abbiegen dann, genau. Das ist egal. Ich war hier gerade irritiert, weil ich eigentlich gar nicht zum Supercharger wollte, ne? Aber es ist ja der Weg zum Supercharger. Ah, aber ich habe noch nicht die Firma mit dem T erwähnt, ne. Ja, ich fahre mal um die Ecke. Ja, Ampeln werden natürlich auch nicht erkannt. Das ist auch, glaube ich, überhaupt nicht auf dem Plan, dass er irgendwie andere Infrastruktur erkennt. Ja, was noch drin ist, K2X. Also K2X ist eigentlich auch noch so ein Thema, haben sie aber auch nirgends erwähnt, bis er das da eine Verbesserung ist. Ich habe das leider noch nicht selber gesehen. Also es soll Einsatzfahrzeuge soll er zeigen, sofern sich das Funken und auch, sagen wir mal Hausmeister, sag ich schon, Straßen... Autobahnmeisterei, so heißt es, also wenn die irgendwie gerade am Mähen sind oder sowas, solche Einsatzfahrzeuge soll er da auch anzeigen können. Aber noch keine Ampeln, Unfälle weiß ich nicht, also andere, wenn nur ein anderes Fahrzeug dort ist und noch kein Einsatzfahrzeug. Also Ampeln hab ich noch nicht gehört, war aber immer eigentlich zu sehen, sowas. Das ist schade. Aber natürlich Warnung vor Stauende, Warnung vor Einsatzfahrzeug kommt hinter dir. Oder sowas wäre natürlich schon gut. Und ich würde es auch gern haben für Baustellen und sowas. Baustelle voraus, demnächst darfst du bloß noch 80 fahren oder sowas. Warum nicht? Ne? So, jetzt wollen wir mal gucken hier. So, jetzt können wir mal ein bisschen rausbeschleunigen. Und die neben mir, die unbedingt an mir noch vorbeifahren wollten, mal stehen lassen. Also so ist es ja nicht. Ne? Es war nämlich nur ein schäbiger Opel Astra. Genau, nee, also manchmal kann man doch ein bisschen rausbeschleunigen, selbst im Eco-Modus. Ne? Ja, also wir fahren jetzt aber hier wieder mit Travel Assist, die letzten Wegchen hier noch. Ich fahre hier nicht rein in die Rumptail-Straße, sondern ich fahre geradeaus weiter. Jetzt bin ich mal auf einem anderen Weg, genau. Ja, da geht es nämlich ab, wenn du zum Supercharger willst. Das machen wir nicht. Nein, das ist ja nicht mal ein richtiger... Ja, also manchmal wollen dich immer Autos überholen, die eigentlich gar nicht die Power haben. Ne? Aber egal, wir machen keine Ampelstarts, no. So, jetzt stecke ich hier natürlich fest, aber ACC ist noch immer anfahrbereit. Irgendwann sagt er dann, ich bin nicht mehr anfahrbereit. Dann muss man kurz ein Signal ihm geben. Ich gebe es dann gern mit dem Strompedal, kann man aber, glaube ich, auch irgendwie anders machen. Ne? Ja. Nee, also Fahrerprofile war ich gerade stecken geblieben. Können halt nicht viel, weil mir fehlt Steuergerät. Also das sind diese zwei Sachen. Einmal werde ich den Einparkassistenten ja nicht kriegen in diesem Auto, weil ich die seitlichen Sensoren nicht habe. Das waren, sag mal, Pfennigbeträge. Okay, es waren Eurobeträge, aber die hat VW leider weggelassen. Das muss ich doch mal kurz antippen, damit er losfährt selber. Tut er nicht. Jetzt fährt er los. Ja, ein bisschen schwach, ne? Okay, ich bin jetzt auch im Eco-Modus. Ist klar, da kann mir jeder Handwerker noch überholen. Ne? Okay, gebe ich mal ein bisschen mehr Stoff, dass er wenigstens auf die 70 kommt, die er hier fahren darf. Gut. So, ich muss hier, glaube ich, abbiegen da vorne. Ja, muss ich. Ja, Leute. Was war Fahrerprofile? Fahrerprofile war das Problem, dass das Steuergerät in meinem Sitz fehlt. Und deshalb kann er sich die Position vom Sitz nicht merken. Ich hoffe, er kann sich die Position von den Spiegeln merken. Nee, wenn ich nämlich jetzt Fahrerprofile bekommen würde, würde bedeuten, dass wir vermutlich nur Favoriten im Entertainment, im Radio bekommen. Ich meine, es ist immer ein Ansatz, ein Anfang. Bei vielen anderen Autos habe ich auch gesehen, dass die Fahrerprofile hier im Entertainment haben. Ne? Ja, Farbeinstellungen vom Ambientebeleuchtung, meinetwegen, welcher ist dein bevorzugter Fahrmodus und all solche Sachen, ist ja alles okay. Aber ich will vorrangig die Position vom Sitz und vom Spiegel, ey. Ja. Ja, okay. Wo muss ich jetzt hin? Sollen wir gerade mal hier gucken? Ich will eigentlich geradeaus fahren, genau. Also fahren wir mal geradeaus darüber. Aber ich bin jetzt hier eigentlich am Ende von meiner Fahrt hier nach Leonberg. Na, hier ist ein VW-Händler, genau. Und ich hoffe, es war für euch interessant, Diskussion. Und eigentlich das nächste Video ist darüber, was jetzt eigentlich passiert ist mit dem Update, ne? Was wir hier bekommen haben und wie das dann hier drin aussieht. Und dann viele, viele Tests von den tollen neuen Funktionen. Und deshalb sage ich jetzt mal an der Stelle, guckt mal, ich habe WLTP sogar
Verbrauch 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, also im Sommer geht es tatsächlich. Mit Klimaanlage an, Außentemperatur 27, Innentemperatur 21. Ja, geht doch. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.